So. Okay. Oh, da ist das Rieses Now Auto Hosting. Das ist ja schön. So, gucken wir mal, ob wir Manus die alte Socke diesmal ein bisschen kaputt kriegen. Kann eigentlich gar nicht so schwer sein, ne? Ich meine, was soll passieren? Ich habe übrigens zwischendurch ein bisschen offscreen, ein bisschen vorbereitet. Ich habe 21 Menschlichkeit, bzw. 20 Menschlichkeit, ein paar Menschlichkeiten noch abgegriffen. Und generell überhaupt habe ich mich perfekt auf die Situation vorbereitet. Also, ne. Und ich glaube, ich habe einmal stärker noch gelevelt oder so, weil ich beim Farmen ein bisschen XP warum gekommen ist. Oh, Alter, echt, echt. Ich hatte noch eine andere. Ach nee, habe ich schon gemacht. Gut. Ich habe nämlich noch den Heimatknochen runtergenommen. Damit ich schneller zwischenschalten kann. Zwischen den wichtigen Dingen. So, dann gucken wir mal. Wie immer, bei den Kämpfen werde ich nicht viel reden, weil ich muss mich ja konzentrieren, wa? Ach, ich bin vor dir Abgrund. Na, großartig. The Abyss. Fängt gut an. Und man sieht, dass ich Stärke gelevelt habe. Ich mache einen Schaden mehr als vorher. Manus schon schwer. Genau. Manus war ja schon immer easy. Die meisten Dark Souls-Spieler schaffen ihn ja beim... schaffen ihn ja First Try. Bekannterweise. Wo ist denn jetzt dieser komische Wolf hier? Was? Ups. War mein Timing so daneben? Könnte ich richtige Magie? Könnte ich solche Phasen von Manus besser ausnutzen, glaube ich. What? Was hat mich getroffen, wirklich? Hauptsache es macht 1000 Schaden.
Jetzt habe ich leicht Kopfschmerzen. Was ist das? Jo. Ich kann einmal leveln. Was mache ich jetzt? Ich kann Beweglichkeit auf 35 herbringen. Das ist schön gerade. Ah, ich habe doch bestimmt noch genug Seelen bei, um hier nochmal einmal zu leveln, oder? Die Seele von Manus, dem Vater des Abgrundes. Diese außergewöhnliche Seele ist eine Ansammlung reiner Menschlichkeit. Der alte Manus war einst ein Mensch, bis er seine Menschlichkeit verloren zum Vater des Abgrundes wurde. Auch danach sucht er ewig nach seinen zerstörten Anhänger. Oh. Das Ding ist, ich würde jetzt gerne wissen, wie viele Seelen da drin sind, aber ich will die Seele nicht ploppen, weil ich sie behalten möchte. Wir machen mal einen kleinen dreckigen Trick. Moment. Tausend nur? Das ist so lächerlich. Für den Kampf hätte ich hier eine Seele erwartet, wo wie 200.000 Seelen drin sind oder so. Das ist... Reicht das Wissen für ein Level ab? Ja, reicht. Ein Level stärker. Und möchte Dust jetzt mit mir reden oder muss ich jetzt ja einmal wegreisen und wieder hinreisen? Nicht sehr kommunikativ, die Gute. Denn mal kurz zur Stadt oder hier. Ich rede mal kurz zu den Pilzen wieder zurück. Hey, danke für den Follow. Dann Bomberberta. Spielt man Twitch wieder 43 Viewer? Naja, das ist. Ich habe noch einen Autohost von Musiken gekriegt. Das ist ja doch ein recht größerer. Ich weiß nicht, ob ich den Autohost von Bu drin habe. Aber das hilft sowas. Außerdem war es doch gerade sehr spannend. Mehr oder weniger. Ich wollte übrigens nicht zur Stadt Ulassi, ich wollte zum Ulassi Mausoleum wahrscheinlich. So, jetzt müssen wir noch Kalamit down kriegen, oder? Oder wie heißt das Vieh? Der Drache auf jeden Fall. So. Hallo, Lucia Baum. I have awaited thee. Thou hast rescued Princess Dusk and rid us of that terrible primeval human. Even halting the spread of the abyss. I salute the grandeur of thine enterprise. Please allow me to express my gratitude. I thank thee, as do we all. Elisabeths Pilz? Ach! I will remember this is the best way. For thou art come from a time far ahead. No one will sing thy praises. But yet thy greatness shall live on. For it shall be my purpose to remember all thou hast done for us. Was thine eye glancing hither? Thou needst not hide thy wonder. I am a mushroom. Wo ist denn da hinten noch mitten in der Landschaft so ein Dings? Ach, schön, dass übrigens keiner. Was? Pass auf, Menschlichkeit. Oh, tatsächlich. Menschlichkeit. Ja, ich sehe schon schade, dass keiner von meinen Tun dann was erzählt. Warte mal. Wenn sie teleportieren kann ich nicht nochmal. Moment mal. Wo ist das jetzt hin? Wahrscheinlich sterbe ich gleich beim Versuch, da wieder runter zu rennen in die Hütte. Chat wird nicht mitgehostet. Ja, aber mittlerweile sollten das eigentlich alle Leute wissen, dass wenn du einen Twitch-Host hast, dass du halt... Dass der Chat halt nicht mit... Dass der Chat immer noch der Streamer ist. Das sollte eigentlich mittlerweile jeder wissen, oder? Naja, Mensch, Leute... Passen wahrscheinlich nicht so auf. Warum sind jetzt hier drei Level in Manier? Aha! Eiskalt ausgewichen hier. Ach ja.
So, die Bosswand ist weg und ich sehe das Leuchtfeuer auch von hier unten. Ja, ich komme hier wahrscheinlich nicht runter, unten zu sterben, oder? Ach, versuch mal klug. Oha, das sieht recht tödlich aus. Oh doch, man kommt hier runter, unten zu sterben. Hervorragend. Ey, ich sehe ein Grab. Das sieht aus wie ein Grab, oder? Also ein offenes. Ansonsten ist hier unten nicht mehr viel los. Lustige Wände sind zwar da. Aber ansonsten... Tja. Tja, okay, gut. Judy, dann sind wir aber noch nicht ganz durch mit diesem komischen DLC hier. Sondern wir müssen ja noch... wie kommen wir am besten da nicht hin? Prinzipiell Stadt Olas hier? Nee. Doch, war das Stadt Olas hier, wie ich wieder zurückrenne? Nee, eigentlich am besten fahre ich damit tatsächlich mit Olas hier im Museum und dann kurz bis zum ersten Shortcut. Wollte nur wissen, ob die auch alle im Chat sind. Also zumindest laut meinen Chatlinien sind die nicht alle im Chat. Meistens sind so Host-Geschichten noch Leute, die halt in so einem Stream immer im Hintergrund anhaben. Ich habe zum Beispiel immer, wenn ich nicht gerade selber am Stream bin, habe ich eigentlich immer einen ganzen Bob-Tab offen. Weil ich den halt öfter als Hintergrundgedübel einfach nur habe. Ich habe jetzt ernsthaft leicht Kopfschmerzen. Kurz können wir die olden Naturgas-Klamotten eigentlich mal ablegen hier. Die haben schließlich ihren Dienst getan. Warte mal, ich kann die, glaube ich, die Silberritter-Klamotten gerade nicht tragen, oder? Oder? Ach, verdammt, ich hätte geschickt. Ich hätte halt die Konstitution leveln sollen. Muss ich ihn einfach ablegen. Aua! Lassen Sie das. Ach, man braucht schon Handschuhe. Totaler Quatsch. Ja! Wie mich treffen. Unfassbar. Ich weiß noch, wo ich hier immer lang gerannt bin, um zu Arturias zu kommen. Das waren schöne Zeiten. Oh, das ist ein Rad. Ich ahne vor allem, dass ich zu Arturias trotzdem noch relativ lange brauchen werde. Ja, ist geil. Hat der lustige Typ in den Lächeln ja eigentlich noch was zu sagen zu dem Thema? Oh, you have quite some fine. Nö. Oh, man kann ihn bei Menschlichkeit für 10.000 Seelen kaufen. I'll be seeing you, if you. Das ist ja witzig, das wusste ich gar nicht. Ein 10.000 Seelen ist ja quasi ein Schnapper. Oh, was haben wir hier noch Schönes? Oh, ne. Ich dachte gerade für einen kurzen Moment, das wäre noch eine Gestalt, mit dem man noch reden kann. So, warte mal, wo weit war ich denn hier? Ach, recht hier unten gab es ja die Hunde. Ich könnte immer wieder. Ich könnte eigentlich auch wieder. Geht auch. Das große dicke Schwert brauche ich da rein hier. Wo es schon signifikant weniger Schaden macht. Das Schöne an dem Silberritterschwert ist aber einfach, es ist viel schneller. Und jetzt die ewig lange rumklugen. So, kann mir jetzt mit dem irgendjemand sagen, was ich hier unten eigentlich machen muss in diesem Keller? Außer, dass ich gleich hier vom bösen Drachen kaputt gemacht werde, so beim letzten Mal? An mir ist das nicht so ganz klar, was es hier unten Schönes gibt. Also, warum ich hier überhaupt runtergehen sollte. Na nö. Achtung, vor dir Tränen. Jo. Ja, die Küche ja nicht außer den großen, die fräßigen Drachen, oder? Jo. Das war ja sehr erfolgreich gerade. Möchte mir vielleicht irgendjemand erklären, was ich eigentlich machen soll? Also, oh, Lord. Ich meine, das ist scheinbar das letzte Leuchtfeuer, bei dem ich war. Hauptsache, ich spawn hier im Abgrund.
kommt es dazu? Ja, okay. Wie ich mal von Twitch wissen kann? Eine Menge. Ja, Dude, schön, dass ich Dude. Ich weiß leider nicht, warum. Also, was ich dagegen tun kann.